Wir haben einen wunderbaren Juni 2020 vor uns. Und diese großartigen Energien wollen wir gemeinsam nutzen. Wir wollen wieder gemeinsam ins Tun kommen und du darfst empfangen, wenn du wieder bei den Energieübertragungen für den Juni dabei bist. Ich werde gleich ein paar Worte dazu sagen und auch die Tage benennen. Der Mai hat sich verabschiedet. Wir sind im Juni angekommen. Im Mai waren einige doch sehr herausgefordert. Wir hatten starke Energieschwankungen, Sonnenstürme und auch die Schumann-Frequenz hatte mal einen, sagen wir so, großen Ausschlag. Und viele Menschen waren oder sind jetzt noch müde, erschöpft, traurig. Aber das wird sich verbessern. So um den 10. Juni herum wird die Energie drehen. Wir hatten ja jetzt einen super Vollmond am 26. Mai, der kräftigste und stärkste Vollmond im Jahr 2021 war, weil er der Erde sehr, sehr nah war. Dieser Vollmond hat bei vielen Menschen einiges ausgelöst, emotional wie auch körperlich. Dass man Entscheidungen trifft, dass man gewisse Dinge endlich auch abschließt. Ob das jetzt ein Wohnungswechsel ist, eine Trennung, eine Partnerschaft auf eine neue Ebene anhebt, auf eine höhere Schwingung, Freunde, Familie, was auch immer. Es gab hier einiges zu tun. Wer ins Tun gekommen ist und transformiert hat, der wird wahre Wunder auch im Juni erleben. Diese Wunder, die können urplötzlich geschehen und ich habe sie auch schon erlebt. Ich hatte das auch mit Klientinnen gestern sogar erlebt, dass wir transformiert haben, Blockaden gelöst haben und sofort durfte auch Heilung eintreten und auch urplötzlich sind die Dinge ins Laufen gekommen. Ich bin selbst total fasziniert von den letzten Tagen, was hier alles Wunderbares geschehen durfte und so geht es weiter. Wir haben im Juni 6 Portaltage und der Neumond fällt auf den 10. Juni. Wir haben nämlich noch eine Sonnenfinsternis vor uns. Also beim 26. Mai, beim Vollmond, war die Mondfinsternis eine totale und wir haben am 10. Juni jetzt die nächste Finsternis. Finsternisse heißt auch, dass in uns etwas, was noch dunkel ist oder niedrig schwingt, beleuchtet wird. Wir gehen dann im 15. Juni noch in einen Saturn-Aspekt hinein. Saturn ist ja dann zusätzlich auch jemand oder eine Energie, die noch einmal Rückschau halten möchte auf die Vergangenheit. Was ist noch zu tun? Was ist noch nicht abgeschlossen? Also so zwischen 10. und 15. Juni können das manche noch spüren, dass es hier Vergangenheitsthemen noch hochspült, an die Oberfläche spült. Wir haben dann auch den Vollmond am 24. Juni und das ist ein großartiger Tag, denn hier haben wir auch mit dem Planet Chiron zu tun. Das ist der verwundete Heiler, das heißt, hier haben wir einen Heilungsaspekt. Hier kann Spontanheilung wie auch Wunder geschehen. Auch das
ist ja bei den Energieübertragungen dabei. Merkur ist rückläufig geworden jetzt am 30. Mai und geht 3 Wochen lang bis 23.06. In der Rückläufigkeit ist es immer gut, Entscheidungen immer zu überdenken, sich Zeit dafür lassen, eine Nacht mindestens drüber zu schlafen, keine großartigen Entscheidungen zu treffen, Dinge zu planen, Dinge abzuschließen, aber das, was geplant ist, nicht unbedingt in dieser Zeit auch umzusetzen, sondern erst ab dem 23.06. Da gewinnt das Ganze dann wieder an mehr Energie und lässt sich auch leichter umsetzen. Merkur steht auch immer für die Kommunikation. So kann es sein, dass aus der Vergangenheit jetzt in dieser Zeit auch vielleicht wieder Menschen zu dir kommen, dass hier auch noch etwas zu bereinigen ist, mit diesen Menschen zu besprechen ist, dass hier kommuniziert werden möchte. Ja, und so sind diese Wochen, die 3 Wochen des rückläufigen Merkurs eher auch zu genießen, sich zurückzulehnen, sich zu entspannen, sich gut gehen zu lassen und dann ins Tun zu kommen ab dem 23.06., was immer du auch vorhast. Ja, die 6 Portaltage. Das heißt, wir starten am Samstag, den 5. Juni, da geht es los. Wir haben den 5. Juni, 8. Juni, 16., 21., 24., 29. Und wie gesagt, der Vollmond am 24. ist der Heilungsaspekt plus ein Portaltag. Und der 10. Juni, Neumond, hier ist es wichtig auch, diese Energie aufzunehmen, denn diese Energie findet ja auch im Zwilling statt, sie dreht hier und wenn ein Neumond in einem bestimmten Zeichen stattfindet, da verstärkt sich die Energie dieses Sternzeichens des Zwillings und der Zwilling ist ja für Kreativität, Leichtigkeit, Kommunikation und das wollen wir auch in uns aufnehmen. In der letzten Woche ging ich in den Rückzug, das heißt auch ins Nichtstun, in die Entspannung. Und ich wusste vorher noch nicht, warum. Ich folge ja meinen Impulsen und ich kann das auch, denn ich habe einen wunderbaren Job, wo ich das auch alles so machen kann. Und ich erhielt hier auch, man nennt das Einweihungen von der geistigen Welt. Ich wurde auf eine höhere Energieschwingung angehoben. Ich durfte gewisse Portale durchschreiten, einen Transformationsprozess durchwandern. Und wurde an hohe Energien, also aus höheren Dimensionen, angebunden. Das haben meine Klienten, mit denen ich in den letzten Tagen gearbeitet habe, sofort bemerkt. Ja, auch wir Lichtarbeiter sind ja jetzt aufgerufen, mit den Urenergien, mit den neuen Energien zu wirken, denn wir brauchen ja das Alte nicht mehr. Wir fangen mit all den herkömmlichen Alten hier nichts mehr an. Und die Erde und wir Menschen brauchen jetzt die Urenergien der Freiheit, die Urenergie der Liebe, die Urenergie der Leichtigkeit, die Urenergie der Harmonie und noch vieles mehr. Was heißt Urenergie? Das sind ganz
klare, reine, hochschwingende Energien aus höheren Dimensionen. Sie sind nicht, wie ich immer sage, verfälscht oder menschlich oder vom Menschen missbrauchte Energien. Ja, es ist oft in Worten alles so schwer auszudrücken, wie ich das wahrnehme und wie ich das auch bekomme in Bildern. Und diese Energien standen uns ja lange nicht zur Verfügung, denn es war wichtig, dass sie in Liebe und Licht verwendet werden, damit nicht noch mehr Dunkelheit hier erschaffen wird. Und jetzt haben einige diesen Zugang wieder bekommen. Es war für mich die letzte Woche eine großartige Woche und ich habe mich absolut frei gefühlt. Und dieser Zustand hält natürlich an, ja, der wird mir auch nicht mehr genommen. Ich möchte das so erklären. All die Menschen, die noch in der Opferhaltung sind und meinen, dass sie durch etwas im Außen, durch ein Ding oder durch einen Menschen oder durch was auch immer Freiheit erhalten oder erlangen, werden das nicht bekommen. Denn das ist nicht die Urenergie der Freiheit. Keine Urenergie hängt oder ist angebunden an Bedingung, Forderung, Erwartung. Auch die Urenergie der Liebe ist nicht festgemacht oder gebunden an einen Menschen, an einen Partner, an Geschenke, an irgendwelchen materiellen Dingen, sondern sie ist vollkommen frei, sie ist einfach und es ist eine Schwingung und in uns erweckt das ein Gefühl. Aber Freiheit und Liebe, diese Energien, dürfen nie an etwas gebunden sein. Das hält nicht stand. Wenn man meint, ein Mensch im Außen kann einfach sagen, wenn du das tust, dann bist du frei, dann stimmt das absolut nicht. Und das wird auch kippen. Das wird sich im Feld nicht halten, denn all diese menschlichen Energien oder wo wir meinen, dann bin ich frei, wenn ich. Das wird es nicht geben. Das ist zwar noch im Feld, aber wird nicht standhalten. Du wirst nicht das erhalten, weil du etwas Bestimmtes dafür getan hast. Du hast dich dann nur abhängig gemacht und hast nicht auf deine innere Stimme und deine Führung vertraut. Umso wichtiger ist es jetzt, sich mit diesen Urenergien aufzufüllen, sich selbst wieder vollkommen zu vertrauen, seiner inneren Stimme zu folgen und darauf zu vertrauen, dass der da kommt, wo du dich absolut, egal was im Außen ist, frei fühlen wirst, geliebt fühlen wirst, aber von der Energie der Liebe. Nicht durch einen anderen Menschen, durch nette Worte, Liebesschwafeleien oder Geschwüren oder Sonstiges oder Sätze, ich liebe dich, das ist alles keine Urenergie. Entbinde dich von allem, was du meintest, das dir Liebe und Freiheit bringt. Geh raus aus der Opferhaltung, mache dich frei und unabhängig,
Du kannst vollkommen dich frei fühlen, obwohl vielleicht im Außen irgendetwas noch nicht in der Freiheit ist. Durch die Urenergie der Freiheit, die Urenergie der Liebe, die ganz stark im Juni aus dem Kosmos einfließen wird. Und du hast die Chance, diese aufzunehmen. Sie wird in deiner Seele eingebettet durch die Energieübertragungen und wird ausgeschüttet genau zu dem Zeitpunkt, wenn du bereit bist, vollkommen zu dir selbst Ja zu sagen, deiner eigenen Wahrheit, deiner eigenen Stimme vertraust und folgst, deinen einzigartigen Seelenweg endlich gehst und du wirst für alles Lösungen aus dem Kosmos empfangen. Ich werde genauso reisen können wie alle anderen, denn ich weiß, dass es für mich Lösungen geben wird. Das ist Urvertrauen in sich selbst und in das Leben, in den Kosmos, ins Universum. Wer das kann, wird frei sein. Und es wird aber keinen anderen Weg geben. Denn die menschlich erschaffenen Konstrukte, die menschlichen Worte, die uns etwas versprechen, sind nicht diese hochschwingenden Energien, sind angstmachende, abhängig machende, manipulierende Worte, dringen ein in unser Energiefeld und machen noch mehr uns zum Opfer da sein. Opferenergie, Angstenergie ist niedrig schwingend und werden sich auch auf den Körper auswirken. So schau, dass du rausgehst, abschließt, ganz wichtig, mit all diesen Abhängigkeiten und dir von anderen sagen zu lassen, was du zu tun hast und dass du nur dann und dann frei bist. Das ist immens wichtig in den nächsten Monaten und es wird die Zeit kommen, wo das alles fallen wird. Es wird keine Bindungen, irgendetwas geben. Wann das genau ist, das steht noch in den Sternen, weil die Menschen dafür selbst verantwortlich sind. Desto mehr Menschen den Urenergien vertrauen, sie aufnehmen und aus diesem Gefühl der Freiheit, aus dem Gefühl der Liebe leben, desto mehr wird sich das Licht verbreiten und das Licht, die Liebe, akzeptiert auf keinen Fall Freiheit und Liebe durch Bindung, durch Worte, durch Versprechen und vieles mehr. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Viele werden noch staunen, dies jetzt sofort auf den ersten Zug, der durchgefahren ist, aufgesprungen sind. Sie haben nicht einmal geschaut, was steht vorne für ein Schild, wo es hier hingeht, sondern sind einfach aufgesprungen, weil sie meinten, sie fahren mit diesem Zug in ihre Freiheit. So wird es nicht sein. Dieser Zug wird stoppen. Und du hast aber die Möglichkeit, auszusteigen und aufzusteigen. Wohin aufzusteigen? Endlich zu deinem wahren Sein, das voll im Vertrauen ist, das vollkommen frei ist, das vollkommen in der Liebe schwingt. Und so jemandem kann nichts passieren. Es wird immer eine göttlich lichtvolle Lösung für die oder denjenigen geben. Und das werden wir empfangen. Du wirst alles empfangen, wenn du bereit bist, dich zu öffnen, deine Masken abzulegen und endlich wieder im Urvertrauen Platz nimmst.
Seit Jahren begleite ich Menschen und seit Jahren mache ich diese Aufnahmen, wo ich immer wieder gesagt habe, es ist wichtig, die Blockaden und Ängste zu lösen, damit man ein selbstbestimmtes, freies, unabhängiges, erfülltes Leben führen kann. Und zwar so, wie es am Seelenplan steht. Nicht wie der Verstand meint, dass ein Leben sein soll. Seit 21 Jahren sage ich das. Und nicht viele sind diesem Weg gefolgt. Und jetzt haben sie Angst. Jetzt ist plötzlich alles zusammengebrochen in ihnen und um ihnen herum. Und jetzt sind diese Menschen in einer niedrigen Schwingung und dadurch noch mehr beeinflussbar und manipulierbar. Und die Opfer sind die größten Täter. Das habe ich auch schon gesagt. Und ganz wichtig ist es, diese großartigen, hochschwingenden Energien, die ich bei den Energieübertragungen jetzt jeden zuteil werden lasse, der mitmacht. Aus den höchsten Dimensionen und reinste Urenergien, diese aufzunehmen, damit in deinem Energiefeld eine Transformation stattfinden kann von all den niedrig schwingenden Energien. Damit du der Virus, der der größte ist, und zwar der Angstvirus, endlich sich wandeln kann in Liebe. Und dann wirst du frei sein. Niemand kann dir die Freiheit geben, schon gar nicht versprechen. Glaube nie, dass Freiheit und Liebe an etwas gebunden sind, dass du dafür etwas tun musst. Kein Mensch muss etwas tun für Liebe oder Frieden oder Freiheit. Und es ist ein Gefühl, nur der Körper kann fühlen, die Seele nicht, dafür haben wir ihn. Das heißt, die Seele nimmt diese Schwingung an und du kannst es dann durch deinen Körper, den du hast, der du nicht bist, fühlen. Und eine Urenergie der Freiheit, Liebe, Freude, Leichtigkeit fühlt sich ganz anders an und vor allem jetzt in dieser Zeit, als du meintest, dass es das ist. Das ist nicht menschlich gemacht, das ist nicht erzeugt durch Partnerschaft oder durch ein Geschenk oder ein Auto, das ist einfach. Liebe, Freiheit ist eine Energie, die einfach ist und die dir geschenkt wird aus dem Kosmos, aus der göttlichen Urquelle, weil du es wert bist, weil du Ja gesagt hast zu dir, weil du Ja gesagt hast, aufzusteigen und deinen Seelenweg zu gehen, weil du den Impulsen deiner Seele folgst, dann hast du es dir wahrlich verdient. Das ist der Lohn. Die Freiheit und die Liebe zu fühlen, ohne Bindung, ohne Forderung, ohne Erwartung, denn das wird fallen. Und es kommt ganz sicher. Man braucht nur mal Geduld und muss nicht überall gleich dabei sein. Und ist der Zug abgefahren und du fährst mit, dann kann man auch hier für eine Lösung finden. Dann halte ihn an und steig aus und steig auf in deiner Energie. Niedrig schwingend zieht niedrig schwingend an. Sich abhängig gemacht zu haben, zieht Abhängigkeit an. Angst zieht Angst an. Die Energie der Freiheit zieht Freiheit an. Energie der Liebe, wenn sie in dir schwingt, geöffnet ist, zieht Liebe an. Es geht um eine höhere Schwingung, ab
in die fünfte Dimension. Und wenn du alles neu möchtest, dann gilt es hier, sich auch dafür zu entscheiden. Es geht immer eine klare Entscheidung voraus. Ohne Entscheidung kann der Kosmos dir nicht helfen. Ein Ja zu Freiheit, ein Ja zu Liebe, ein Ja zu dir, ein Ja zu deinem Aufstieg, ein Ja zu deiner Erleuchtung, ein Ja zu deinem Erwachen, ein Ja zur neuen Welt, die zuerst in dir entstehen wird und nicht im Außen. Warte nicht, bis im Außen sich etwas verändert. Sondern integriere jetzt schon die goldenen Frequenzen, die längst schon aus dem Kosmos auch hereinströmen, die Frequenzen deiner positiven, lichtvollen Zukunft, die längst schon auf deiner höchsten Zeitlinie auf dich warten. Integriere die, verbinde dich damit. Dann wirst du auch die positive, neue, lichtvolle Zukunft für dich, in dir und um dich erleben. Da wird das nicht mal noch weltweit sein, wirst du schon in dieser Ebene zu Hause sein und dich rundherum wohlfühlen. Es geht immer um dich. Es geht in allem immer um dich. Probleme im Außen lösen wir trotzdem in dir, auf Seelenebene. Wir kümmern uns nicht um eine Krankheit oder um ein Partnerschaftsproblem, sondern wir gehen auf Seelenebene und holen uns hier die Ursache, die Lösung, die Auflösung und vieles mehr, was es dazu braucht. Das sind nur Botschaften von außen. Und die Botschaft ist zu empfangen, zu hören, anzunehmen. Wenn der Körper etwas hat, sendet er dir ein Symptom. Und dieses Symptom ist eine Botschaft für dich. Kümmere dich nicht um das Symptom oder die Krankheit, sondern um diese Botschaft. Kümmere dich nicht um das Partnerschaftsproblem, sondern um die dahinter liegende Botschaft und Lösung und komm ins Tun. Ja, viele werden große Abschlüsse machen, um komplett auch wirklich neu zu werden. Ja, es geht um absolute Neuwerdung des Körpers, des Geistes und der Seele. Und ich wiederhole es noch einmal, und das wird bleiben für jeden Einzelnen. Lebe deine Berufung. Lebe deine Seelenaufgabe, die du dir mitgenommen hast. Das ist reinst was Positives. Wer die lebt, wird frei sein, wird erfüllt sein. Erfüllt sein zieht automatisch Fülle an. Es geht um die Seelenaufgabe. Wir sind nicht hierher gekommen, um ständig nur zu genießen oder Partnerschaften zu führen oder ein Haus zu besitzen, sondern um die Seelenaufgabe zu leben. Und dann bist du sowieso auch frei. Ich bin absolut frei. Ich teile mir den Tag ein, wie ich möchte. Ich arbeite nicht, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Ich brauche keinen Urlaub, sondern ich möchte Urlaub, aber ich brauche ihn nicht mehr. Ich bin nicht müde, erschöpft nach den Arbeiten, sondern sogar in meiner Energie dann wieder angestiegen. Ich lasse aus mir alles entstehen. Ich empfange und gebe weiter. Ich bringe das auf die Erde, wozu ich hierher gekommen bin. Und das in einer ganz einzigartigen Schwingung, weil jeder auch einzigartig ist. Und da gibt es Seelen, die mit mir vereinbart haben, dass ihnen meine Hilfe zuteil wird in dieser einzigartigen Schwingung, wie ich dafür da bin, dass ich sie weitergebe.
So unterscheiden sich auch Lichtarbeiter und spirituelle Arbeit. Und jeder hat genau den gegenüber, der für ihn oder sie zum Besten ist, um begleitet zu werden. Und so erlaube dir, dich von mir begleiten zu lassen mit den Fernenergieübertragungen im Juni. Sind insgesamt 7 Fernenergieübertragungen dieses Monats. Lass uns die Lilith-Energie, die Chiron-Energie, den Heilungsaspekt am 24., die Energie, die Finsternis am 10. Juni und die hoch einströmenden Heilfrequenzen aus dem Kosmos, die Urenergie der Freiheit, die Urenergie der Liebe nutzen. Nur wer Ja sagt, kann das erhalten, denn wir haben den freien Willen. Es wird in uns nicht einfach etwas hineingeschüttet. Das macht die geistige Welt, der Kosmos nicht, das machen Menschen. Menschen drücken jemanden etwas aufs Auge, so wie man bei uns in Österreich sagt, versuchen andere worüber zu ziehen, sind Energiesauger, versuchen zu manipulieren, zu betrügen, zu lügen. Aber nicht die geistige Welt. Die achtet deinen freien Willen und es hängen auch keine Bedingungen dran. Meine Lieben, in ein paar Monaten wird das alles ganz anders ausschauen. Nächstes Jahr soll dann angeblich das Hauptthema wieder die Umwelt sein. Und auch hier bitte, glaub nicht alles, was du hören wirst. Die Erderwärmung ist gewünscht. Es ist eine positive Energie. Warum? Weil der Mensch sich bei 25 Grad am wohlsten fühlt. Das ist für Körper, Geist und Seele eine sehr gute Temperatur und dort soll es auch hingehen. Das ist nicht alles immer negativ, was hier geschieht, sondern alles trägt Positives in sich. Es wird diese überragende Hitze nicht geben, diese urkalten Winter. Ja, es wird sich alles in der Mitte einpendeln, so 25 Grad. Das braucht noch eine Zeit. Aber ich rufe dich auf, es ist positiv. Steig nicht ein immer auf das, was alles auch Negatives gesagt wird über die Erde und was in Zukunft alles so schlimm werden wird. Steig da aus. Und freue dich auf Zeit und Raum, passt sich an. Die Temperatur wird angenehm. Ich freue mich darauf und ich weiß, das Universum, der Kosmos, wie immer du das nennst, meint es nur gut mit uns und Mutter Erde sowieso. Und die geht damit, die weiß schon, was für sie gut und richtig ist. Das brauchen wir nicht für sie auch noch zu tun und zu überlegen. Sie ist deine wahre Mutter, die Mutterenergie, die urweibliche Energie. Vater Himmel, dein wahrer Vater, die urmännliche Energie. Und aus diesen Energien, weiblich und männlich, ist zu schöpfen und nicht aus einem Mann oder einer Frau die Energien. Menschlich gesehen, sondern aus den Urenergien. So wird sich auch die Partnerschaft immens verändern. Neue Partnerschaften werden im Juni entstehen. Seelenpaare werden aufeinandertreffen. Dafür musst du nichts tun, denn ich sage nochmal, die geistige Welt stellt keine Bedingungen, ja, sondern ihr werdet zusammengeführt werden. Urplötzlich. Und das Universum kennt viele Wege, oft ganz andere als unser Verstand es meint, zu wissen und zu sagen. Du musst dich nirgends eintragen, bewerben oder man muss irgendwo hingehen. Empfange, lass es geschehen. Es braucht nur dein Ja, deine Entscheidung dazu. Eine hochschwingende Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen, die in Freiheit und in Liebe geführt wird. Denn wahre Liebe
zwischen Menschen ist frei. Wahre Liebe stellt keine Bedingungen und Forderungen. Da ist in der Partnerschaft auch die Urenergie der Freiheit beheimatet. Sie ist vollkommen kompromissfrei, weil sich zwei Hochschwingende treffen und weil es sowieso dann alles eins ist. Wie zwei Hälften, die eine Kugel werden. Und dann fließt die Energie sowieso. Auch die Sexualität wird sich verändern. Manche spüren es schon, sind schon mittendrin. Und von alt, wie gesagt, geht es nicht gleich ins Neue. Da kann dazwischen eine Leere sein oder dass man sich die Frage stellt, oh, habe ich jetzt keine Lust mehr, was ist mit mir passiert? Bitte lass dir nicht menschliche Konzepte wieder mal aufdrücken. Ach, da stimmt ja was mit dir nicht und da hast du Blockaden und da ist was mit den Hormonen und dies und das. Lass das bitte. Habe Geduld, bis die neue Energie der neuen Sexualität sich mit dir verbunden hat, integriert worden ist, bis dein Beckenboden und alles in die Heilung gegangen ist, deine ganzen weiblichen und männlichen Organe auch eine neue Schwingung annehmen. Das ist die Zwischenzeit. Und ich kann jedem nur sagen, seid doch ein bisschen geduldiger, gelassener und ruhiger. Lehnt euch jetzt im Juni viel mehr zurück und genießt mehr wieder euer Sein. Raus aus dem Leistungsdruck. Ich muss etwas leisten, damit ich. Auch das wird es nicht mehr geben. Neue Berufe werden entstehen. Dafür gibt es nicht mal noch Namen. Wie entsteht ein neuer Beruf? Aus dir heraus. Ganz einfach. Alles entsteht aus dir heraus. Aus deiner einzigartigen Schwingung für die Menschen, dass du dann weitergibst und das sehr wohl gewünscht ist. Das ist deine Seelenaufgabe. Und vielleicht wirst du irgendwann später eine Bezeichnung dafür haben, auch das muss nicht mehr sein. Menschen, die voll im Vertrauen sind, die brauchen auch von mir nicht, so nennt sich das, das ist der Titel, was wird da geschehen, was magst du ganz genau, um welche Uhrzeit, wie lange wird das dauern, solche Fragen bekomme ich Gott sei Dank nicht mehr. Sie geben sich einfach hin, wir gehen gemeinsam einen Weg und empfangen von mir, von der Kosmos und geistigen Welt, auch bei den Einzelterminen, auch bei Webinaren und Workshops. Und das ist die neue Zeit. Und ich ziehe ja auch nur mehr Menschen an, die schon hoch schwingen und zumindest mit einem Bein im Neuen schon stehen. Ja, wir schwanken alle noch. Mal sind wir 3D, mal 5D, wenn man das so nennen möchte. Alles ganz gut so. Nichts geht sofort. Nichts ist sofort dort weg, dort raus, dort rein. Geduld, Ruhe, Gelassenheit, annehmen. Spielerisch, leicht. Und das ist auch der Juni. Und die Energien sind für dich. Der Juni ist für dich. Das Leben ist für dich. Und so freue ich mich, wenn du dabei bist bei den Energieübertragungen, solltest du diese Aufnahme hören über einen anderen Kanal als wir über meinen Newsletter, dann melde dich bitte jetzt gleich an, ist vollkommen gratis, auf meinen Newsletter www.sissigöttling.com findest du auf meiner Website auf jeder Seite ganz unten. Da erhältst du dann zusätzlich noch mehr Tipps für die Seele von mir, Meditationen, Geschichten und vieles mehr. Am Freitag, am 4. schicke ich diesen Newsletter mit den Energieübertragungen dann zum letzten Mal aus. Das ist dann wieder die letzte Erinnerung, denn am Samstag um 8 Uhr früh legen wir schon los. Ich wünsche dir einen wunderschönen Juni. Alles Liebe, sei gesegnet. Bis bald, deine Sissi Göttling.